Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Im letzten Part haben wir Blue Baby fertig gemacht. War ein echt starker Run. Also gute Items bekommen. Richtig stark gewesen. Und heute schauen wir uns mal Tainted Blue Baby an. Okay. Ich habe irgendwie Kackebomben. Oder ich habe verschiedene Kackhaufen. Hä? Okay, ich habe verschiedene Kackhaufen. Ich kriege keine Fliegen. Oh. Ja, nice. Au. Au. Okay, keine Ahnung. Kann ich da oben nicht irgendwie durchwechseln? Nee, ich muss die nacheinander oder... Ah, shit. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, ich kann da oben nicht durchwechseln. Es sei denn, ich drücke Hold und halte die irgendwie fest. Ansonsten muss ich die in der Reihenfolge benutzen, die da oben mir vorgegeben ist. Okay. Auf jeden Fall interessant. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Was wir mal machen könnten. Wir schauen uns mal den Würfelraum an. Ja, wenn ich jetzt ein paar Schlüssel hätte, ne? Das wäre natürlich gut. Wir machen erstmal den Boss. Oh shit. Au. Friss die Bombe. Friss noch eine Bombe. Okay, wenigstens ein Damage ab. Ich will das. Und ich will das. Und ich will das. Und ich kriege irgendwelche Kackhaufen. Der Stein in den Kackhaufen, weiß ich noch nicht, was ich mit dem machen soll. Damit kann ich ja irgendwem den Weg versperren. Okay. Interessanter Charakter. Oh. Wow. Hierophant, nice. Und das ist auch alles gerollt. Okay, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter. Wow, Mom's Razor. Super.
Ja. Obwohl, nee. Certified Poop ist schon ein gutes Trinket eigentlich. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht so dran, ne? Weiß ich ja nicht, was ich davon alles halten soll. Weiß ich ja jetzt wirklich nicht. Och, da ist ein Tinted Rock. Au. Okay. What the fuck, ey? Was ist das für ein Charakter? Cool. Bringt mir gar nichts. Jetzt habe ich die Blumen. Jetzt habe ich die Blue Map, aber... Ist nicht euer Ernst. Aber die Secret-Räume sind scheiße, oder wie? Wow. Das hat aber schon echt guten Damage an Pin gemacht. Was will ich denn machen? Ich will auf Devil Deeds scheißen. Und ich will versuchen, Richtung Mega-Satan zu kommen. Und wenn wir Mega-Satan nicht schaffen, wenigstens Blue Baby Isaac und so ein Scheiß, oder? Jetzt habe ich wieder eine Bombe. Die will ich holden. Wir gehen mal zum Boss. Alter. Junge. Uncool. Oh mein Gott. Aber das ist auch der starke Engel schon. The fuck?
okay, wenigstens ein Soul Heart. Stressig auf jeden Fall. Alter. Ich sehe das schon kommen. Ich bringe mich selbst um. Okay. Weg damit. Dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Ja, und den Schlüssel nehmen wir auch mit. Ja, der Secret Room wäre halt noch cool, ne? In dem natürlich nichts drin ist. Okay, das bringt nichts. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter, oder? Okay. Tainted Blue Baby ist zwar komisch mit seinem... Meine Bomben sind Scheißhaufen in den verschiedensten Varianten. Aber... Es ist schon ein machbarer Charakter. Also mit dem kann man schon Sachen schaffen, würde ich behaupten. Also da gibt es andere Charaktere, mit denen das wahrscheinlich viel schwieriger ist alles. Naja, das will ich nicht. Ich würde mich halt nur mal freuen, wenn ich mal ein bisschen Damage oder so dazu kriege. Also... Irgendwas, ey. Irgendwas, womit ich mal ein bisschen Damage machen kann. Trifft er mich. Okay. Wenigstens ein bisschen Geld bekommen. Wow. Super. Den Kackerhaufen kann man direkt immer wegwerfen. Der bringt irgendwie gar nichts. Beste sind halt echt die Bomben-Kackhaufen, die Feuer-Kackhaufen, die Gift-Kackhaufen sind cool. Oh. Nordleaf. Hm. Conehead. Ist okay. Ist zwar auch kein Damage, aber ist okay.
Nein. Wow. Komm schon. Einen giftigen Furz habe ich jetzt. Ach du Scheiße. Das kann lustig werden. Ich muss mir die Bombe aufheben, falls ich einen Angel Deal bekomme. Yo. Yo. Hold. Hold. Kein Angel Deal. Wir gehen erstmal weiter. Vielleicht sind wir noch schnell genug und Boss Run. Ja, wir sind nicht schnell genug. Wow, Telepille, cool. Ich würde gerne zurück zu meinem Secret Room. Easy. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Stairway to Heaven. Okay, nice. Damit kann man Gegnern den Weg so ein bisschen versperren mit dem steinigen Kackhaufen, wa? Ich kann ja fliegen. Weg damit. Weg damit, weg damit. So, das kann ich erstmal alles aufheben. Schade, kein Stairway hier. Dankeschön.
Balls of Steel. Hilfe. Oh, shit. Okay. Haben wir irgendwie noch hinbekommen. Wow. Nee, den nehme ich nicht mit. Schade. Ein bisschen daneben geworfen. Lockdown. Ja, okay, Boss Rush schaffe ich zwar eh nicht mehr. Aber ich will auf die nächste Ebene. Weil ich wissen will, was beim Stairway drin ist. Bitte, bitte, Godhead. Bitte, bitte, Sacred Heart. Komm schon. Komm schon. Shit. Nee. Nein, ich habe meinen Kackhaufen kaputt gemacht. Junge. Ich mache halt so überhaupt keinen Damage. Shit. Ich weiß auch nicht, wie ich so jetzt Mega Satan besiegen soll. Schon unmöglich eigentlich. Okay, Bomben. Bomben ist schon mal gut. Alter. Ernsthaft? Ach komm schon. Warum denn immer nur so ein Bullshit?
Junge, ich werde so sterben. Alter, habe ich viel Schaden genommen. Ich habe keine Bombe. Ich will das haben. Motherfucker, ey. Komm schon, Sacred Heart. Wow. Aber Idlifs können wir wenigstens auch einfach besiegen mit dem Buch. Ich hoffe ja, dass ich durch Stairway to Heaven noch irgendwie so ein mega krasses OP-Item kriege. Ja, nice. Ich brauche eine Bombe. Ich brauche mehrere Bomben. Oh, irgendein Fliegeviech ist bei mir hier im Zimmer. Ja, das ist wichtiger. Das war wichtiger, dass ich ein Soul Heart kriege. Ach, die Kackehaufen mit den Fliegen, das spawnen einfach Fliegen. Okay. Interessant. Also die Kackehaufen mit den Fliegen am besten in irgendeine Ecke werfen. Dass da schön die Fliegen spawnen können. Ist dann sozusagen, keine Ahnung, alle paar Sekunden kommt dann da eine blaue Fliege raus. Okay, verstanden. Junge. Ich verliere wieder meine ganzen Leben. Okay, Devil Deal. Okay, kein Devil Deal. Oh ne, ich gehe einfach weiter. Ich will die Ebene nicht weiter durchsuchen.
Ist okay. Kann man wenigstens mitarbeiten. Kriege ich eh nicht auf. Kriege ich erst später auf. Okay, wo ist dieses fucking Fliegeviech, Okay, weg. Ich könnte... Nice. Oh, das ist gut. Ein bisschen Leben dazu. Ist nie verkehrt. Ich bin ehrlich, wir werden Mega Satan so nicht besiegen können. Dafür bin ich viel zu schwach. Dafür bräuchte ich jetzt noch ein bisschen Geld, dass wir vielleicht auf der nächsten Ebene irgendwie durch Stairway ein bisschen was machen könnten. Das ist nicht genug Geld. Das ist einfach nicht genug. Gib mir doch Geld. Au. Uncool. Ich muss das Buch auch noch aufladen. Wir schauen mal, vielleicht finden wir ja noch irgendwo Geld. Ja, geil. Kreist mich einfach ein. So, jetzt hätte ich wieder eine Combo, womit ich was in die Luft sprengen könnte. Mit diesem Gift- und Feuer-Kackhaufen kannst du ja immer Sachen sprengen. Die Frage ist, was will ich sprengen? Okay. Ich will aber auch in den Secret Room. Balls of Steel. Balls of Steel. Okay. Volle Leben ist schon mal nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Wir werden auf jeden Fall unten die Räume nochmal machen. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwie irgendwas Bombenmäßiges kriegen. Von mir aus so ein brennender Kackhaufen und so ein Giftkackhaufen.
irgendwas, womit wir was in die Luft sprengen können. Da haben wir schon mal eine Bombe. Also so einen richtigen explosiven Kackhaufen. Was eigentlich schon mal nicht schlecht ist. Weil dann können wir den einen Automaten in die Luft sprengen. Eventuell gibt der uns noch mal ein bisschen Geld. Vielleicht finden wir hier jetzt noch mal ein bisschen Geld. Oh, ein Fünfer. Weil so ein Sacred Heart oder so, die sind teuer. Hold. Okay, nice. Da haben wir noch was. Oh, yes. Zwei Sachen können wir sprengen. Boah, aber er ist so langsam irgendwie. Obwohl er 0,9 Bewegungsgeschwindigkeit hat, habe ich das Gefühl, er bewegt sich so langsam. So, erstmal machen wir das. Und kriegen die Scheiße. Cool. Dann machen wir das. Und kriegen noch mehr Scheiße. Ich glaub das nicht. Ja gut, dann müssen wir hoffen, dass die 18 Cent reichen. Dann müssen wir einfach hoffen, dass die 18 Cent reichen. Ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst, ey. Ein steinerner Kackhaufen. Ich wollte schon sagen, warum stirbt diese Nonne nicht? Mal aufhören. Yes. Hold. Komm, stirb. Oh shit. Blauen, starken Skelette, ey. Wenigstens habe ich ein bisschen Geld bekommen. Okay,
Okay, tot, ja. Oh ja, bitte. Auch wenn es nur ein kleines Damage-Up ist. The Moon. Wie dumm, warum benutze ich Moon? Ist doch klar, dass ich dahin geportet werde. Okay, nice. Ach, da lebt noch eine Spinne. Okay, wo ist Isaac? Dumme ist, dass ich die bin. Nee, ich muss die nicht benutzen. Aha. Ich habe gedacht, ich müsste die Kackhaufen benutzen, um neue Kackhaufen zu kriegen, aber das ist nicht der Fall. Wir gehen zu Isaac. Ich sollte mich vielleicht nicht so mega aufs Kackewerfen konzentrieren, sondern ein bisschen mehr aufs Ausweichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, der heilige Kackhaufen ist halt auch so gut, ne? Alter! Schon, lass mich wenigstens Isaac killen. Gott, wie schlecht. Wie schlecht! Boah, scheiße, ey. Okay. Frage ist, den Stein an den Kackhaufen, das muss ich mal probieren. Ich muss den mal in so eine Lücke reinwerfen, um eine Brücke zu machen. Vielleicht geht das ja. Okay. Thank you.
Der ist viel schneller als ich, der Gegner. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich meine, bei Mega Satan kann ich die Kugel wenigstens noch so ein bisschen als Schutzschild benutzen. Aber trotzdem, ich bin fucking tot. Okay, Bookworm. Nice. Leben für einen weiteren... Alter, ich bin so gut wie tot. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon öfter mal gesagt. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch der Fall. Weil der Gegner, der ist ekelhaft. Ich habe ein Herz dazu bekommen. Ich bin noch langsamer geworden. Einfach ein Raum voll mit kleinen Monstros, ja. Wer denkt sich so ein Shit aus? Mein fucking Gott. Ich werde noch nicht mal Blue Baby schaffen. Ja, ist klar. Boah, ist das stressig gerade. Yes, Book of Revelation. Oh mein Gott. Nutzen. Wir gehen rein. Damit wir wenigstens Blue Baby vielleicht noch geschafft kriegen. Und Mega Satan wäre einfach so ein Extra.
Giftbombe. Oh. Heiliger Pupi. Leider kaputt gemacht. War nicht gut von mir. Nochmal so ein schöner Gift-Pupi. Okay, Blue Baby haben wir. Wir können zu Delirium gehen. Nee. Auf keinen Fall. Das wäre der größte Fehler, den ich jetzt machen würde. Aber ich sehe gerade, hier liegt irgendwo noch ein Soul Heart. Ja, wirklich, da liegt echt noch ein Soul Heart. Okay. Dann gehen wir mal in den großen Raum. Wir erkunden jetzt die Ebene und dann schauen wir einfach mal bei Mega Satan vorbei. Okay. Nice. Oh, und ein Herz. Okay, brennenden Kackhaufen. Brennenden Kackhaufen habe ich. Das trifft mich nicht. Boah, was ein Bullshit das ist. Okay, was haben wir hier noch? Ich bin halt auch einfach viel zu langsam, ne? Ich kann manchen Attacken einfach gar nicht ausweichen. Okay, dann wollen wir mal. Ich habe zwar kaum Leben und ist alles scheiße, aber ey, wir probieren's. Okay. Bisschen was haben wir ja schon. Ich weiß auch nicht, wo der Reiter auf einmal herkommt. Also,
Der Reiter auf meiner Seite. Ich bin zu langsam, ich kann noch nicht mal vor denen wegrennen. Okay. War klar, dass ich es nicht hinkriege. Also dafür war der Run viel zu schwach. Aber interessanter Charakter, würde ich mal behaupten. Muss die ganze Zeit da mit den Kackhaufen arbeiten. Ich will ganz ehrlich sein, eigentlich ist es ein nerviger Charakter und ein dummer Charakter, weil... Du wirfst die Kackhaufen weg, dass du deine Bomben kriegst, okay, das Feuer und das Gift kombiniert ist auch ganz cool oder mal so ein Gift werfen oder so, aber eigentlich ist es Blue Baby. Will ich sagen Blue Baby, aber ein bisschen schlechter? Ich weiß es noch nicht. Ist auf jeden Fall interessant, aber ist jetzt nicht der beste Tainted Charakter. Da gibt es andere, die auf jeden Fall besser sind. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Wir haben Blue Baby ausprobiert. Also Tainted Blue Baby. Und im nächsten Part schauen wir uns das mal an, dass wir mit Azazel Mother und Beast machen. Bis dahin. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Habt einen wunderschönen Tag. Und ich sag mal... Bye-bye.